Frau Suding hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erstmal vorweg, bei der Themenfindung zu dieser Aktuellen Stunde scheint die SPD ja unter partieller bzw. unter temporärer Amnesie gelitten zu haben. Denn erstens hätten Sie das Betreuungsgeld doch besser dann auch in all seinen Farbfacetten, also auch das unter Schwarz-Rot gewollte Betreuungsgeld insgesamt anschauen müssen. Und zweitens hätten Sie dann konsequenterweise auch die Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom letzten Sonntag als Gesamtpaket thematisieren müssen. Aber gut, ich kann ja auch grundsätzlich verstehen, dass die SPD insbesondere nach der letzten Bürgerschaftssitzung und gerade auch nach der HSH-Debatte, die wir hier eben geführt haben, eigene Wunden lecken muss, dass sie nun verzweifelt versucht, mit dem Fingerzeig auf Berlin von der eigenen Misere abzulenken. So, wir alle wissen, Koalitionsausschüsse, das sind nicht unbedingt heitere Familienfeste, wo man sich sagt, wie lieb man sich hat. Das dürfte jedem hier klar sein. Das sind harte Verhandlungsrunden. Und man muss ganz klar sagen, beim Thema Betreuungsgeld, da prallten am letzten Sonntag einfach mal sehr unterschiedliche Auffassungen aufeinander. Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen ja bereits vor ein paar Monaten, das war im Mai, an dieser Stelle ganz klar und deutlich gesagt, was die FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft vom geplanten Betreuungsgeld hält. Nämlich gar nichts. Richtig. Aber es ist ja auch so, die Hamburgische Bürgerschaft hat ja gar nicht über das Betreuungsgeld abzustimmen. Grundsätzlich, ich wiederhole es nochmal, sind wir der Meinung, dass gerade in Städten wie Hamburg das Betreuungsgeld tatsächlich falsche Anreize setzen könnte. In Hamburg, wir wissen es, hat jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund. Gerade diese Kinder, aber längst nicht nur die, brauchen alle frühkindlichen Bildungsangebote, die wir ihnen bieten können. Vor allem, damit sie die deutsche Sprache lernen, was Grundlage erfolgreicher Integrationsbemühungen ist. Und jeder Anreiz, der Kinder aus Kindertagesstätten fernhält, den halte ich für falsch. Das Bildungssparen, das ja auf Initiative der FDP das Betreuungsgeld nun ergänzt, das ist ein sinnvoller Vorschlag. Es gibt jetzt nun diese bargeldlose Variante, aber uns allen dürfte auch klar sein, damit wird man den falschen Anreizen auch kaum entgegenwirken können. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen und insbesondere sehr geehrter Herr Dr. Dressel, Sie müssten es ja eigentlich auch besser wissen. Erfunden hat das Betreuungsgeld ja auch nicht schwarz-gelb, sondern das war ja schwarz-rot. Das Betreuungsgeld wurde 2008 vom damaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück als, ich zitiere, deutliche Verbesserung der Infrastruktur zum Wohl der Kinder in unserem Lande hochgepriesen. Und heute, können Sie in der FAZ beispielsweise nachlesen, heute will derselbe Herr Steinbrück in seiner Rolle als SPD-Kanzlerkandidat nichts mehr davon wissen. Ich teile ja seine Kritik am Betreuungsgeld, allerdings ist es nach diesem Zickzackkurs auch alles andere als glaubwürdig, was er sagt. Und wie das mit den Kompromissen funktioniert, das wird die Hamburger SPD auch noch lernen dürfen. Da verweise ich mal auf die Streitigkeiten zwischen Kiel und Berlin. Da geht es ja eigentlich um einen innerparteilichen Streit. Da gibt es hoffentlich noch einen gewissen Lerneffekt, was das Thema angeht. Meine Damen und Herren, das Betreuungsgeld wird kommen. Auch ein kraftvoller Beschluss der Hamburger Bürgerschaft würde es leider nicht verhindern. Am letzten Sonntag gab es aber weitere Beschlüsse, die auch Teil der Einigung zwischen den Koalitionspartnern sind. Und das Wichtigste für unser Land dabei ist, dass mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt schon im Jahr 2014 die Bundesregierung, und zwar ganz im Gegensatz zu allen anderen Bundesregierungen davor, einen ganz klaren Kurs der haushaltspolitischen Verantwortung fährt. Davon werden vor allen Dingen die künftigen Generationen profitieren. Die werden finanzpolitische Spielräume zurückgewinnen und sie werden nicht weiter durch die Schulden ihrer Elterngeneration belastet werden. Und dass die Praxisgebühr, die ja von Rot-Grün eingeführt wurde und keinerlei Steuerungswirkung entfaltet hat und Bürokratie pur ist, dass die ab 2013 endlich der Vergangenheit angehören wird, das lässt Patienten und Ärzte ja aufatmen. Zum Schluss, ich hätte mir tatsächlich von den Kollegen der SPD im Sinne einer etwas zielführenderen Diskussion und Debatte hier etwas mehr Aufrichtigkeit und vor allen Dingen ein etwas besseres Erinnerungsvermögen gewünscht. Vielen Dank.